Hallo ihr Lieben, es wird Zeit für den zweiten Teil des Stempelmecker-Videos. Hey, November, da könnte man ja mal ein Video zu September machen. Ich bin stimmtechnisch ein bisschen angeschlagen, aber ich denke, ich bin recht gut verständlich. Ich habe festgestellt, dass ich ein Videoschnipsel habe von Annes Stempeldesign, welches ich euch meiner Meinung nach nicht gezeigt habe. Das folgt jetzt gleich. Und jetzt möchte ich euch gerade was erzählen, weil ihr amüsiert euch ja immer so über mich und wo ich dachte, dann nehme ich euch doch mit und ich bin vor allen Dingen auch sicher, dass ihr das auch kennt. Ich habe diese Karte gemacht. Ich wollte unbedingt auch einen Instagram-Post dazu machen. Deswegen habe ich jetzt schon so lange keinen Instagram-Post mehr gegeben, weil ich unbedingt zu dieser Karte einen Instagram-Post machen wollte. Und das Stempelset ist verlegt. Ich habe ja, als ich jetzt krank war, nicht so viel machen können und habe dann halt immer wieder zwischendurch hier ein bisschen sortiert, da ein bisschen sortiert. Also ich kann euch sagen, mein Bastelzimmer ist jetzt recht aufgeräumt. Habe ernsthaft überlegt, ob ich jetzt, bevor ich die Weihnachtssachen raushole und hier wieder totales Chaos entsteht, ich sogar eine Roomtour mit euch mache. Mir ist der Tipp gegeben worden, dass ich das machen soll für Menschen, die bereit sind, ein Abo für mich abzuschließen. Es gibt so YouTube-Abos. Ich muss da mal über dieses Konzept nachdenken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, 1 Euro, 2, 3 im Monat. Das würde ich für dich tatsächlich ausgeben. Ich bin hier gerade die ganze Zeit am Müll aufsammeln, weil ich, ach mal, sogar eine Niete und kein Müll. Weil ich hier wirklich auch jetzt gerade nochmal alles Mögliche ausgebreitet habe, um zu gucken, wo ist dieses Stempelset? Und ich bin mir sicher, ihr kennt das, dass ihr genau wisst, es muss ja irgendwo sein und nicht locker lassen könnt. Und so ging es mir jetzt mit diesem Stempelset, vor allem, weil ich es so gerne nochmal benutzen wollte. Ich habe es verlegt. Und ich bin selbst völlig neugierig darüber, wo ich es wiederfinden werde. Ansonsten ist auch dieses Stempelmecker-Video genauso zusammengeschnipselt mit Videos von September. Weiß ich, welche ich auf dem Mecker gedreht habe. Ich hoffe, ich denke, ich mache diesmal an den richtigen Stellen den Ton weg. Dann quasi Interviews bzw. Live-Aussagen. Dann habe ich eine Woche nach dem Mecker ungefähr einmal alles schnell gefilmt, was ich gekauft habe, um es dann mit Freundinnen auszuprobieren. Und jetzt werde ich es mit euch gemeinsam, beziehungsweise ehrlich gesagt, habe ich die Freundinnen haben es ausprobiert. Und ich habe es montiert. Also das war an dem Tag mein Job. Zu mehr bin ich da gar nicht gekommen. Aber ich habe natürlich gesehen, wie die anderen meine Stempel benutzt haben und war schon ganz begeistert. So, das heißt, wir werden gleich, oder ihr seht jetzt gleich als erstes den zweiten Schnipsel oder den letzten Schnipsel von Annes Stempeldesign. Ich hoffe, ihr kennt ihn noch nicht, sonst habe ich mich halt geirrt und er ist doppelt. Die hat wirklich tolle, tolle Sachen. Schaut da gerne nochmal rein. Und ja, dann werden wir uns gleich wiedersehen, wenn wir basteln werden. Denn das machen wir jetzt im November. Von daher, bis gleich. Nee, wartet, bevor wir loslegen, dann machen wir jetzt auch echt heute quasi das Video des Scheiterns draußen, weil mich würde interessieren, was denn eure verrücktesten Geschichten waren, wo ihr Dinge verlegt habt und wo ihr sie wiedergefunden habt. Meine verrückteste Sache war tatsächlich mal, ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist, hab ich meinen Wohnungsschlüssel gesucht und fand den zum Verrecken nicht. Und zum Schluss fand ich ihn in der Besteckschublade. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, warum in der Besteckschublade. Hinterlasst mir doch mal Kommentare, was ihr schon für Suchgeschichten hattet und wo eure Dinge aufgefallen ist. Meine Mama sagt immer, meine Mama wird sich jetzt freuen, weil sie findet es immer sehr schön, wenn ich sie in meinen Videos erwähne. Hallo Mama. Und sie hat immer gesagt, in einem ordentlichen Haushalt geht nichts verloren. Mama, du weißt, die pinke Wärmflasche fehlt seit über 30 Jahren. Sie ist nicht wieder aufgetaucht, auch nicht, als meine Mama tatsächlich das Haus aufgelöst hat. Und diese pinke Wärmflasche ist weg. Jetzt schon seit 30 Jahren. Ihr seht, ich trauere durchaus lange. Nein, aber so viel zum Thema, es taucht alles wieder auf. Nein, das ist nicht unbedingt so, aber tatsächlich in den meisten Fällen tauchen Dinge wieder auf. Und jetzt möchte ich eure Geschichten lesen. Ich freue mich schon.
My name is Katarina, coming from Sweden, and I have the company Engström's Art Studio and the company Vilda Stamps. That's mostly what we have here at the show, the stamps in rubber and also just ink in clear stamps. And we have been here before, but not now since Corona. This is the first time it has been here for three years since it was lost. And it's very nice to be here, so much nice people. I think that's the best part of the show, to meet every customer that's very happy and very nice to us. So, welcome! Bei Engström Art Studio habe ich mich auch in einen Stempel verliebt, nämlich diesen hier. Und ich habe dann auf Englisch, also weil die kommen ja aus Schweden, und dann habe ich, mal gerade gucken, stimmt doch, ne? Ja. Dann habe ich versucht, mit ihr mich zu unterhalten, dass ich diesen Stempel so wahnsinnig süß finde, aber dass ich gar nicht weiß, was ich da für Karten mache. Und dann sagte sie, ja, das ist für jemanden, der reitet. Und dann habe ich gesagt, ich kenne keine Menschen, die reiten. Und dann sagte sie, ah, okay, ich verstehe. Und dann überlegten wir kurz gemeinsam und sagte sie, Best Friends. Und ich mir, oh ja, das ist schön. Und ich meine, bei dem Preis, hallo, ich musste den einfach kaufen. Und habe dann noch eine Visitenkarte mitbekommen und dann später erst gesehen, dass da auch noch ganz, ganz süße Stempel sind. Könnt ihr jetzt gar nicht richtig sehen, aber ich werde sie gleich alle stempeln und euch dann zeigen. Offensichtlich habe ich Selbstgespräche geführt. Wir werden jetzt erstmal mit diesem Stempel hier arbeiten. Ich hatte euch zeigen wollen, und das ist jetzt natürlich schwierig, beziehungsweise ich hatte euch gezeigt, ich hatte einen Stift geschenkt bekommen auf dem Mekka. Und den, jetzt muss ich das mal wiederholen, Sekunde, ich habe ihn schon gerettet. Moment. Diesen Stift hier habe ich geschenkt bekommen. Und ich zeige euch mal gerade hier, wie mein Schreibtisch aussieht. Und ich habe hier in dieser Box, stecke ich diesen Vierfarbstift, hatte ich den reingesteckt. Und meine Katzen fanden den also super als Katzenspielzeug. Ich nehme an, es war der Kater. Und haben ziemlich an ihm rumgearbeitet. Also, als Katzenspielzeug auf jeden Fall perfekt geeignet. Und dann zeige ich gerade, mit welchem Konstrukt ich hier meine Videos aufnehme. Das ist eigentlich eine Kosmetikalampe. Hier gehört eigentlich eine Lupe rein. Da habe ich so von einem Kalender so einen Draht reingelegt. Da lege ich dann das Handy drauf und nehme mit euch auf. Das ist hier mein lustiges Konstrukt. So, wir werden jetzt ein Kärtchen basteln. Ich habe den Stempel noch nicht benutzt, das habe ich eben erklärt. Ich habe ihn montiert, also sprich, ich habe ihn auf dieses EZ-Mount. Schaut mal, ich habe wieder nicht gut geschnitten. Ne, das ist hier zu knapp abgeschnitten. Das Rosa darf nicht drüber stehen. Da habe ich nicht gut gearbeitet. Aber ich habe in Erinnerung, dass die anderen damit tolle Stempelabdrücke gemacht haben. Wir werden das jetzt auch machen. Ich habe keinen Schriftstempel Best Friends oder Beste Freunde. Das kann man aber auch schreiben. Da werden wir vielleicht gleich nochmal über das Thema Schriften sprechen. Und wir werden uns, was die Farbgebung angeht, durchaus hier an dem Stempel orientieren. Ich finde das übrigens sehr geschlechtsneutral. Das könnte ein Junge wie ein Mädchen sein. Das finde ich sehr schön. Ihr dürft mir mal gerade einmal verraten, heißt es Kolorierung oder Koloration oder darf man beides sagen? Das, was ich auch noch zeigen wollte, was ihr eben in dem Video nicht sehen konntet, waren diese beiden Gimmick-Stempel. Und die möchte ich euch auch zeigen. Die sehen nämlich so aus und die finde ich auch beide sehr, sehr goldig. Also die habe ich tatsächlich on top geschenkt bekommen. Also sowas, ich möchte nochmal wiederholen, auf dem Stempelmaker, was ich toll finde, immer wieder, ist, dass ich mir die Sachen angucken kann, dass ich die Beispielkarten sehe, dass ich dann aufgrund von Beispielkarten eine Vorstellung davon bekomme, was mit bestimmten Sets überhaupt machbar ist. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum ihr euch einige der Videos anschaut, ob das Hauls sind oder was auch immer, also meine Videos, weil man halt Anregungen bekommt, also nicht nur über Basteltechniken, sondern auch, ach, das habe ich auch, das Papier, was hat die denn damit gemacht? Oder die hat den Stempel, habe ich auch, was kann man denn damit noch machen? Genau, dann suche ich mal Papier raus, und Stempelblock und die Stifte und dann sehen wir uns gleich wieder. Damit ich gleich mit den wasservermalbaren Stiften arbeiten kann, werde ich wieder ein Stempelkissen benutzen, welches Archivqualität hat.
Und dann kann ich, dann muss ich nicht, also ich könnte auch embossen, aber so kann ich mir den Schritt des Embossens sparen. So, dann färbe ich mir das Stempelkissen ein. Das hat halt gleich zur Folge, dass es schwarz bleiben wird. Aber das finde ich nicht schlimm. So. Ich möchte das Best Friends oder Beste Freunde, wir werden es auf Deutsch schreiben, gleich drunter setzen. So, ich hätte sogar meine Stempelhilfe nehmen können, ne? Weil ich den Stempel noch nicht so gut kenne und jetzt nicht weiß, ob ich die Zwischenräume abdrücke. Oh, wow. Also, das ist immer wieder etwas, was ich feststelle. Wenn ihr eine gute Qualität von Stempeln kauft, ne? Da könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Da ist der erste Abdruck, da braucht man offensichtlich noch nicht mal einen Stempel, einen Probestempelabdruck. Wow. Schaut mal, was ich wiedergefunden habe. Ich habe sogar ein drittes Kissen gefunden. Ja, ich habe es noch nicht festgeklebt. Vielleicht in dem Fall gar nicht so verkehrt. Und ich sprühe das mal wieder einfach nur mit Wasser ein. Und jetzt werde ich das mal davon runternehmen. Das meinte ich übrigens damit, als ich gesagt habe, ich habe darüber nachgedacht, es etwas höher zu setzen, damit ich halt dann in dem Augenblick es hätte auch auf dem Stempelblock lassen können. Jetzt habe ich einen schwarzen Daumen. Das ist jetzt die Konsequenz. Ach, schaut mal, aber dafür ist der Stempel gar nicht so dreckig geworden. So. Gerade gucken, ob ich meinen Daumen wieder etwas sauberer kriege. So. Dann räumen wir den mal direkt zurück, damit ich ihn nicht nachher wieder suche. Und ich überlege noch gerade, ob wir das Papier schon mal zuschneiden. Ich glaube, das mache ich auch. Wenn ich sage, ich möchte mit der gleichen Farbgebung arbeiten, dann kann ich mir ja sogar schon vorstellen, mit welcher Grundkarte ich arbeite. Wenn ich wirklich ein Grün nehme, aber erstmal werde ich es malen, weil ich weiß ja nicht, wie mein Grün aussieht. Ich habe jetzt sehr viel Platz hier unten gelassen. Das heißt, da werde ich kürzen. Ich werde mit Mattung arbeiten. Das heißt, ich brauche dann 13,9. Und dann würde ich auf 9,6 würde ich auf beiden Seiten entfernen, damit das Motiv mittig bleibt. 9,6. So, ich weiß, dass diejenigen, die meine Videos häufig gucken, für die ist es anstrengend, wenn ich mich ständig wiederhole. Ich weiß aber, dass ich das ansonsten in den Kommentaren immer wieder bekomme, weil es jedes Mal oder ich nach wie vor jede Woche rund 20 neue Follower habe. Und dementsprechend sage ich bestimmte Dinge immer wieder. Seht es mir nach für diejenigen, die meine Videos ständig schauen. Also, das ist, wie ich das zuschneide und was eine Mattung ist. Dazu googelt ihr einfach bei YouTube Car & Queen Mattung. Dann findet ihr dazu ein entsprechendes Video, wo ich das erläutere. Das sage ich in fast jedem Video, deswegen die Erklärung. So, da gönne ich mir jetzt mal den besseren Stift. Statt den vom Action. Die Stifte sind vom Action. Gibt es auch immer noch. Also das habe ich, die habe ich letztens noch gesehen. Wir aquarellieren wirklich. Ja, ne? Mal gucken. Ja. Wir werden. Also das Tolle ist bei diesen wasservermalbaren Stiften, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Ich male hier einfach ungefähr das so ein bisschen an, also überhaupt nicht aus, sondern nur an. Das ist von der Kappe, das sind die Ohren. Man sollte halt so ein bisschen das Motiv nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, ich mache direkt mal weiter. Und wie gesagt, ihr könnt euch hier perfekt orientieren, da ein bisschen mehr Farbe aufbringen, beim Rest halt nur am Rand Farbe aufbringen, so wie ihr halt Schatten haben wollt. Möchtet.
Ich habe mir angewöhnt, einmal außenrum ums Motiv zu malen und dann die Pigmente mit dem Wassertankpinsel zu lösen und in die Mitte zu verreiben. Und das, was ich halt sehr praktisch und angenehm finde, ist, dass man bei Buntstiften halt überhaupt nicht schnell arbeiten muss. Das liegt mir nämlich nicht so. Dieses hektische Arbeiten, das ist nicht so meins. So dass man hier ganz in Ruhe die Ränder so nachzeichnen kann. Man merkt es doch meiner Stimme an, ne? Ich muss vielleicht mir gleich nochmal ein Bömpchen holen. Am schlimmsten ist, wenn ich liege. Dann geht die Nase zu und dann kriege ich keine Luft mehr. Aber ich will nicht jammern. So. Muss ich gerade gucken, einer davon ist weinrot und der andere ist dunkelbraun. Das ist der schwarze. Nein, das ist der schwarze. Und dann ist das der dunkelbraune. Ja, wunderbar. Sogar hier vielleicht auch noch mal die Stellen, die man tatsächlich dunkel haben möchte, noch mal nachzeichnen. Ja, und dann können wir eigentlich jetzt schon mit dem, zumindest was Dues Pferd angeht, mit dem Wassertankpinsel anfangen zu arbeiten. Wir machen es mal Figur für Figur. Da ist sogar noch Wasser drin. Hoppala. Ich prüfe immer am Handrücken, wie viel Wasser da ist, damit ich das Papier nicht zu sehr feuchte, nicht zu nass mache, weil ich nicht mit Aquarellpapier arbeite. Im Gegenteil, ich habe mal wieder ein Schmierpapier genommen, weil ich klebe es ja gleich eh auf. Ich habe gerade alle meine Papiere sortiert, auf der Suche, ihr wisst schon. Und da sind mir sehr, sehr viele Schmierpapiere begegnet. Dann dachte ich mir, dann wollen wir die doch mal langsam hier aufarbeiten. So, falls harte Übergänge entstehen sollten, oder aber ich jetzt zum Beispiel die dunkle Farbe wieder weggearbeitet habe, so könnt ihr jederzeit auch wieder nacharbeiten. Oder zum Beispiel in diesem Fall hier den Übergang ein bisschen aufarbeiten. Ich merke aber schon, das Papier ist wirklich sehr dünn. Ich hätte doch etwas dickeres Papier nehmen sollen. Und qualitativ hochwertigeres. Das ist jetzt wirklich kein Papier, was dafür auch nur ansatzweise gedacht ist. Ich ziehe das aber jetzt durch. Ihr seht auch, dass ich jetzt gar nicht groß darauf achte, dass ich zum Beispiel auch zwischendurch in den Huf gehe und dann trotzdem, ohne dass den Stift sauber zu machen, wieder zurückkehre. Weil ich finde, das erhöht lediglich die Farbdurchlässigkeit. Muss ich wieder vergleichen. Das ist das Schwarze. Habe ich Grau rein theoretisch? Ich habe sogar Grau rein theoretisch. Ich würde jetzt mit Schwarz arbeiten, weil wenn ich den nicht zu doll aufdrücke und dann verreibe, dann ist der grau. So.
wie gesagt, ich finde es immer wieder sehr meditativ, das auszumalen. Und ihr könnt nicht viel falsch machen. Ihr solltet eher nach innen als nach außen malen. Also nicht überzeichnen. Und ansonsten kann dann nicht viel schief gehen. Rein theoretisch müsste ich, also nicht noch, also ich muss mich jetzt überhaupt nicht an die Farbvorgaben halten. Das sind keine Farbvorgaben im Sinne von, das darf man nicht anders ausmalen, sondern ich könnte das natürlich jetzt auch in irgendeiner Form rosa, blau oder sonst irgendwas ausmalen. Wenn ich das für jemanden verschenken oder jemandem schenken möchte, der eben auf einem bestimmten Farbton steht, auf Petrol oder was auch immer, dann würde ich dem auch dementsprechend anziehen. Oder wenn ich ein Geschenk habe, dann kann ich das, diese Farbgebung der Karte auch darauf abstimmen. Ich glaube, da würde ich sogar noch ein bisschen mehr, weil sonst reicht das nicht für die große Fläche. Diese Stifte sind super, oder? Ist das nicht herrlich? Man kann nichts falsch machen. So, das sieht doch gut aus. Dann möchte ich jetzt tatsächlich gerade gucken. So, ich habe jetzt gar nicht über den Hintergrund nachgedacht, ne? Würde ich aber auch einfach weiß lassen. Ich hätte ihn auch aquarellblau machen können. Also Himmel und Erde. Hier ist ja so ein Fleck in Anführungsstrichen gearbeitet. Darüber kann ich immer noch nachdenken. So. Ich bin jetzt wirklich ganz faul und male einfach nach. Und warum sollte das nicht erlaubt sein? Zumindest versuche ich es. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen pinkig, ne? So, dann, was haben wir denn für Grün? Ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht so ein schönes Frühlingsgrün. Und jetzt gucke ich gerade, ob ich nicht dann eher Lust hätte. Schade, so ein Frühlingsgrün hätte ich echt toll gefunden. Aber das sind meiner Meinung nach andere Grüntöne. Kann ja mal gerade gucken. Wobei doch, der geht sogar, ne? Und dann bleiben wir beim Frühlingsgrün. Und wir schauen mal gerade einmal, wie ich dieses Beige mache. Weil ich zwar drei Brauntöne habe, aber eigentlich schon alle verwendet habe. Dann würde ich beim Pferd... Da habe ich doch sogar den Braunton benutzt. Und dann werde ich bei der Hose den benutzen. Okay. Ich sehe jetzt irgendwie keinen großen Unterschied. Ich werde einfach mit relativ wenig Farbe arbeiten. Dann passt das schon. Und wir kommen zur Jacke. Achso, Hals, ne? Vielleicht könnten wir dem Menschen noch einen Hals malen.
Jacke. Das ist sehr schön, dass man halt oben heller, unten dunkler hat. Das gefällt mir so gut, dass ich das jetzt versuchen werde, quasi auch hinzukriegen. Das heißt, ich werde an den dunklen Stellen die Farbe auftragen, an den anderen Stellen nur ganz wenig. Weil gar keine Farbe bei den anderen Stellen ist insofern ein bisschen schwierig, weil es doch eine recht große Farbfläche ist. Und dann enden wir. Ich würde jetzt orangene Knöpfe machen, weil ich glaube, das wird man eh nicht groß sehen. Fertig! Süß, oder? Ich finde es einfach goldig. Das ist so verrückt, weil ich glaube, vor rund 2 Jahren habe ich noch gar nicht koloriert. Also diese wasservermalbaren Stifte sind für mich ein echter Segen gewesen. Das haben zwar theoretisch die Tombos auch gekonnt, aber ich kriege das mit den Tombos nicht so gut hin. Und das hier finde ich persönlich, ihr könnt ja mal sagen, was eure Erfahrungen sind, ja, kinderleicht. So, dann werden wir jetzt noch mehrere Dinge tun. Wir werden einmal ein Beste Freunde drunter schreiben. Da können wir noch mal einmal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das schreiben wollen. Diejenigen, die häufiger meine Videos gucken, wissen, dass ich sehr gerne mit so einer Kinderschrift arbeite. Das könnte ich mir hier auch gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, mit eher grafischen Buchstaben zu arbeiten. Sowas in der Art. Oder ich kann mir vorstellen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mit sowas Langgezogenem zu arbeiten. Sowas. Also da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Ich hole euch mal näher ran. Ich denke noch gerade darüber nach, wir können auch sowas ganz Gerades machen. So eine geschriebene Druckschrift, Freude. Oder wir können so ein ganz enges. Oder wir können auch was ganz Schwungvolles machen. Ich überlege gerade, was mir am besten gefällt, ob ich noch irgendeine kreative Idee habe. Ja, ich mag ja genau diese Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben. Das mag ich ja immer wieder gerne. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Und ich bin ja bin ja eigentlich ein Freund von deutschen Schriften, aber ich überlege gerade ernsthaft, ob Best Friends nicht sogar auch tatsächlich schöner wäre. Ja, komm, wir nehmen das Beste Freunde und ich nehme auch die Schrift. Also sprich, ich werde Druckbuchstaben nehmen. Ich könnte jetzt, aber das mache ich nicht,
damit ich mittig bin und gleich ende, das in irgendeiner Form vorschreiben, aber im schlimmsten Fall ist es halt nicht 100% zentriert, das finde ich nicht so entscheidend. Ja, ich bin jetzt nicht zentriert, das finde ich nicht schlimm, ich bin noch nicht mal ganz gerade. Und das finde ich aber nicht schwierig. Ich überlege, ob ich es nochmal nachzeichne. Das hat manchmal diesen netten Effekt, weil man halt selten die Schrift nochmal genau gleich erreicht. Dass ich halt so Versätze habe. Und diese Versätze kann ich dann entweder lassen oder sogar die Lücken auffüllen. Und habe dadurch dickere Striche an bestimmten Stellen, was ich dann auch nochmal irgendwie einen Hingucker finde. Jo, dann suchen wir jetzt ein passendes Kärtchen raus, überlegen uns eine Mattung. Also, mir würde es gut gefallen, eine Mattung zu nehmen in dem Grün. Ich habe von Anne-Kathrin Jeckel zugeschickt bekommen, der Inhaberin von Kartenkunst. Auf einem braunen Kärtchen, was meint ihr? Wäre das eine Idee? Ist es ein anderes Format? Wir probieren das aus. Und ihr merkt, meine Stimme verlässt mich dann so. Ich kann ja so leider das Video nicht viel länger machen. Zu Kartenkunst, ihr seht, ich habe ein bisschen was raus. Ich empfehle euch dringend, ich glaube, zwei Möglichkeiten, auch in einem anderen Teil, eine grüne Karte, euch da mal umzugucken, kann ich das einfach und aufklären, kann auch ich die Technikvideos vorstellen. Anzuschauen. Die sind wirklich großartig. Ich verlinke sie euch. Dunklen Mattung arbeiten. Das wäre eine Variante. Oder ich hatte mir überlegt, Kraftpapier. Moment, ich muss mal die Karte raussuchen. Man könnte jetzt Kraftpapier nehmen. Und dann, das war die Idee gewesen, mit einer grünen Mattung arbeiten, so als farblicher Hingucker. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu entscheiden. Das würde mir gut gefallen. Das würde mir auch gefallen. Ich weiß, dass ihr jetzt schon wieder eure Meinung sagt und ich kann es ja nicht hören. Ich entscheide mich tatsächlich für Kraftpapier. So, und das ist irgendwie eine Karte gewesen, die irgendwie so schon ein bisschen zermatscht war, wo ich gesagt habe, okay, die ist nicht mehr so schön. Aber man kann sie auf jeden Fall noch nehmen für eine Mattung. Wenn man da dann nur so wenig sieht, passt das. Und dementsprechend werden wir sie jetzt aufkleben. Jetzt bin ich selbst gespannt, welchen Kleber ich hier erwischt habe. Einen, der kooperiert oder nicht. Ja, doch, er kooperiert. Achso, ich wollte mit euch auch nochmal Klebstoff auffüllen, ne? Das könnten wir auch nochmal machen. Zu früh gefreut. Nein, der kann nicht funktionieren. Sehe nicht viel. Aber ich glaube, ich habe jetzt überall. Da ist nichts. Da ist nichts. Also nächstes Mal, wenn ich weiß, dass ich kolorieren möchte, also sprich mit Wasser arbeiten werde, werde ich daran denken, um tatsächlich besseres Papier zu nehmen. Aber es hat ja funktioniert. Ich weiß von ganz vielen von euch, dass sie in der Adventskalenderproduktion sind. Ich auch. Ich habe sogar schon die ersten vergeben und sogar auch schon den ersten erhalten. Wie gesagt, ich konnte ja letzte Woche nicht so rasend viel machen. Und bei dem einen musste ich Sachen einpacken in Geschenkpapier. Und das war eine Tätigkeit, die ich letzte Woche gut hinbekommen habe. So.
Ich weiß schon genau, wer das Kärtchen kriegt. Süß, oder? Ja, ich habe mich in den Stempel einfach wahnsinnig verliebt. Und ich muss mal gucken. Ihr dürft mir noch, ha, das ist eine gute Idee. Was könnte man noch für Sprüche unter diesen Stempel kleben, schreiben? Oder stempeln. Klar kann man auch ein Happy Birthday stempeln. Aber was passt zum Thema Pferd und Reiter? Hat noch irgendjemand kreative Ideen, wenn man eben keine Pferdefreunde hat? Ich freue mich auf eure Anregungen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Stempelanbieter. Kartenkunst hatte ich ja in der Vorbereitung zum Mekka euch schon vorgestellt. Kartenkunst liebe ich schon lange, weil die fantastische, wirklich großartig fantastische Technikvideos machen. Die kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Die sind extrem hilfreich für sowohl Profis, aber als eben auch Anfänger. Also es ist einfach wirklich tolle Tipps. Selbst wenn man bestimmte Sachen schon kennt, gibt es Aspekte immer dabei, die man selbst noch nicht ausprobiert hat, die einen auch wirklich dazu ermuntern, Dinge zu machen und auszuprobieren. Kartenkunst hat seine eigenen Stempel und Stanzen. Und da habe ich mir diese hier geholt. Die finde ich sehr, sehr schön und auch ein bisschen lustig irgendwie. Also wieder mal für entweder meine Enkaustik-Karten, aber halt eben auch so für Karten. Und dann hatten die ja diesen, konnte man ja einen Workshop belegen wegen dieser, jetzt muss ich überlegen, das hieß Hot Foil Templates. Und das war ganz interessant. Da hat man eine Platte, die erhitzt wird. Dann gibt es spezielle Schablonen, die da draufgelegt werden, dadurch auch erhitzt werden. Darauf legt man die Folie, Papierfolie, dann diese Schablone auf die Heizplatte und schiebt das dann durch die Big Shot durch. Und dann habe ich nur gedacht, oh, also man braucht diese Heizplatte und eine Big Shot. Das habe ich schon beides nicht. Also ich habe eine Double Do und die ist schmaler im Abstand. Dann war ich ganz traurig und habe ich aber diese Karte geschenkt bekommen, weil der Effekt, ey, bitteschön, der ist ja wohl einfach nur mega. Also wer eine Big Shot hat, der sollte tatsächlich darüber nachdenken, ob er mit Hot Foil Plates nicht anfängt. Also das finde ich echt fantastisch. Und dann haben die noch diesen Stempel hier mir verkauft. Den finde ich auch total schön. Ja, mehr Zeit hatte ich nicht. So, bevor meine Stimme endgültig aufgibt, sie fängt schon gut an zu quietschen, möchte ich gerade noch mal einmal mit euch die Stanzschablone ausprobieren, die ich tatsächlich noch nicht ausprobiert habe. Und den Stempel einmal abdrücken. Die sind offensichtlich aussortiert worden, also sie erscheinen mir gebraucht, sind von, ja, auch schon älter, von 2009, von Stampendos. Und das ist auch wieder so eine Sache, die ich auf dem Stempelmaker total mag, dass man eben gebrauchte Sachen auch kaufen kann. Oh, der geht kaputt. Der hat wahrscheinlich auch in der Sonne gelegen. Oh, schade. Also man kann ihn wahrscheinlich trotzdem noch benutzen. Jetzt muss ich mal bei den anderen etwas vorsichtiger sein. Damit hatte ich nicht gerechnet. Den wird man wahrscheinlich noch nutzen können, wenn man ihn entsprechend auf eine Platte auflegt. Das werden wir gleich ausprobieren. Das machen wir auch noch. Und ich kurbel das mal einmal durch die Stanzmaschine. Ich glaube, ich mache das direkt in Gold. Dann können wir uns das mal angucken. So, ist das schon wieder genial. Oh, ich liebe es, wenn das so toll ausgestanzt wird. Mal den I-Punkt retten. Moment.
Und ich wollte euch das nochmal zeigen. Also das ist hier meine Double Do, mit der ich hier arbeite. Und ich weiß nicht, ihr könnt, glaube ich, ansatzweise erkennen, wie häufig die schon benutzt wurde. Also da gibt es keine freie Fläche mehr. Und die ist also bis zum heutigen Tag komplett gerade. Also es gibt schon tatsächlich Qualitätsunterschiede von Dingen. Das muss man einfach mal so festhalten. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich eine Nadel greifbar habe oder welches Instrument ich nehme. Das ist nicht fein genug. Mal gucken, ob ich eine feinere habe, um die Schrift hier rauszukicken. Boah, sieht die schön aus. So. Lässt sich hervorragend lösen. Mich begeistert es immer wieder, wenn die Qualität so gut ist. Ich bin ja früher tatsächlich auch auf die China-Ware reingefallen und habe dann Plagiate gekauft, ohne es zu wissen. Und die Qualität ist einfach nicht vergleichbar. Das ist einfach Mist. Es ist günstig und man hat keine Freude dran. Deswegen kann ich euch immer wieder nur auffordern, das nicht zu unterstützen. Ich habe irgendwo den I-Punkt hingelegt, ich weiß es genau. Wunderschön, oder? Braucht die Karte schon gar nicht viel mehr. Noch ein paar goldembosste Sterne. Da ist der I-Punkt. Machen wir das noch? Das können wir echt machen, ne? Klebe ich das dann zuerst auf? Nee, auf keinen Fall. Ich muss erst die Sterne embossen, weil wenn ich es aufklebe, vor allem wenn ich es mit Sprühkleber aufklebe, wird das auch sonst noch haften. Jetzt muss ich nur darüber nachdenken, ob ich Schneeflocken greifbar habe, weil ich meine Weihnachtssachen noch nicht rausgesucht habe. Aber ich weiß, wo ich welche habe. Die nehmen wir mal. Und zwar habe ich diese Sternflocken, die habe ich auch irgendwann mal gebraucht, gekauft. Ich weiß gar nicht, was die so können. Das werden wir jetzt alles ausprobieren. Ich überlege, ob ich verschiedene nehme. Und ich packe ich auf Seite. Den I-Punkt sollte ich sehr bewusst auf Seite tun. So. Das werden wir mal ganz vorsichtig anheben. Und dann schauen wir mal. Das ist jetzt die Frage. Also erstmal schneide ich es zu, beziehungsweise prüfe, auf was es zugeschnitten ist. Das ist perfekt zugeschnitten. Ich würde ohne Mattung, obwohl eine goldene Mattung könnte noch sehr cool aussehen. Dann machen wir 13,9. Mal 9,6. Ja, wir werden sehen, ob es zu viel ist. Im schlimmsten Fall habe ich einen großen Rand, was auch nicht verkehrt ist. Und stempel jetzt mit Embossing-Pulver, mit Embossing-Stempelkissen auf einem Schmierblatt. Sterne an den Rand. Wir nehmen diese Sterne. Sterne, Schneeflocken, ihr wisst schon. Und dann nehmen wir den hier. Also man kann, oder ich kann das relativ gut sehen, wo ich bisher gestempelt habe. Und
Und dann nehme ich noch einen kleinen. Welchen nehmen wir da? Der ist süß, ne? Den nehmen wir. Und jetzt nehme ich meinen Snappy Tray. Den gibt es bei Hein Design. Wenn ich dran denke, verlinke ich es. Ich vergesse aber bestimmt irgendwas. Und dann dürft ihr mich wie immer darauf hinweisen. Dann habe ich hier meine Sternenstaub. Nehmen wir Supergold? Ne, wir nehmen super Feingold, ist gar nicht notwendig. Wir nehmen das normale Gold. Wer sieht es zuerst? Da. Und dann kann ich das da drauf streuen. Ruhig großzügig. Oh, meine Katze möchte kommen. Das ist jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, Katze. Na, wer von euch hat jetzt alles mitgesprochen? Nein, ich spare mir die beiden Sätze, die ich immer sage, wenn ich embosse. So. Ah, ich habe zum Teil schon zu lang gewartet. Das kann man sehen, dass man da, dass es nicht so haften geblieben ist. Das finde ich jetzt aber gar nicht schlecht. Wartet mal, ich werde das jetzt erstmal einmal embossen. Also ich weiß, was das Problem ist. Ich habe gar nicht zu lang gewartet, sondern dieses Papier ist wie Löschpapier. Das ist extrem saugfähig. Also ich habe auch zu lang gewartet, aber selbst wenn ich da schnell arbeiten würde, hätte das nicht diesen Effekt. Das macht nichts, das nehme ich fürs nächste Mal als Mattung. Und wir nehmen jetzt, habe ich hier zufälligerweise greifbar, einfach tatsächlich ein schwarzes Papier. Das sollte funktionieren. Mal gucken. Und dann wiederholen wir das Ganze einfach nochmal. Wir starten wieder mit dem. Alternativ wäre dieses Embossing-Kissen gegebenenfalls schon zu leer, aber das glaube ich nicht. Ich gleich so, aber ich arbeite jetzt mal einen Tacken schneller. Hier sieht man es nicht ganz so gut. Ansonsten haben wir noch eine Rückseite. Gerade einmal schauen, ob ich das sieht besser aus. Ich habe zwar nicht so viel Platz fürs Odo Fröhliche, aber das wird schon reichen. Steiler halten, ihr seid ein bisschen im Weg. So. Und dann können wir
Erhitzen. Und ich finde es einfach immer wieder unheimlich magisch, wenn das sich so einbrennt. Ist irre, oder? Sieht einfach immer wieder absolut großartig aus. So, und jetzt schauen wir mal nach dem O du Fröhliche, ob ich das hier noch sinnvoll unterkriege oder ob ich ein bisschen tricksen muss, / darf. Und ob ich wirklich mit Sprühkleber arbeite oder ob ich jetzt zu faul bin, aufzustehen und zu sagen, ach, das kriegen wir auch mit Flüssigkleber hin. Und wisst ihr was? Ach, das kriegen wir auch mit Flüssigkleber hin. Mal gucken, ob es stimmt. Oder ob ich da die Geduld verlässt. Machen wir eine goldene Mattung oder wird das zu viel? Das werden wir ausprobieren. Was nehmen wir denn für eine Karte? Der Kleber trocknet durchsichtig. Das sollte gleich kein Problem sein. Aber wer es, ich sage jetzt mal, schöner haben will, der sollte mit Sprühkleber arbeiten. Alternativ gibt es tatsächlich, das habe ich selbst. Doch, ich habe es sogar schon mal genutzt. Ihr könnt dann das auf eine Klebefolie, eine doppelseitige Klebefolie packen, das dann auskurbeln und dann die Klebefolie abziehen. Also auch sowas gibt es. Da ist er, ich wollte gerade sagen, der I-Punkt war doch gerade noch da. Ein bisschen viel Kleber für den I-Punkt. Komm, wir nehmen tatsächlich mal eine Pinzette. Ich bin ja nicht so der Pinzettenmensch. Ihr seht warum. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, wir gucken gerade noch in welche... Also ob wir eine goldene Mattung nehmen und welche Karte. Ich tendiere zu einer grünen Karte. Ich glaube, rot wäre mir tatsächlich zu kitschig. Es ist ein bisschen gewölbt vom Embossen. Jetzt ist die Frage mit goldenem Rand. Und ob ich nicht sogar noch ein dunkleres Grün nehme. Ja, ich glaube, das würde mir besser gefallen. Und ich glaube sogar ohne goldenen Rand. Sieht beides cool aus. Wisst ihr was? Ich zeige euch noch was. Wir machen mit goldenem Rand aber anderer Art. Das zeige ich euch noch. Ich gucke nur mal gerade nach einer dunkleren grünen Karte. Genau, die finde ich gut, und aber ein bisschen was Freundliches wäre gut, aber das Gold wäre mir vielleicht, es wird gehen, aber vielleicht hat nicht jeder von euch goldenes Papier, und da gibt es einen sehr schönen Trick. Da könnt ihr einfach die Karte nehmen und stupst die einmal rundum, vielleicht fangt ihr erstmal mit zwei Seiten an. In das Embossing-Kissen, nehmt dann das Sternenstaub
Also das Embossing-Pulver, es muss ja kein Sternstaub sein, es gibt ja noch andere Hersteller. Sternstaub ist halt von Hein Design. Mal gucken, ob das funktioniert. Seht ihr, was ich hier tue? Ich stupse jetzt die beiden anderen Seiten auch rein. Und streue auch da. Pulver drauf. Das könnte unter Umständen gar nicht sichtbar sein, was ich jetzt hier getan habe. Das werden wir jetzt ausprobieren. Es ist nicht viel sichtbar, aber so ein bisschen. Und ich glaube, dass das den Unterschied macht. Und ich denke ernsthaft darüber nach, das ist ja jetzt so gewölbt, ob ich das nicht sogar so gewölbt lasse. Dass ich ganz bewusst nur hier am Rand aufklebe. Den Effekt fände ich irgendwie cool. Das machen wir. Die Frage, wie? Sogar mit Schaumstoff? Also mit Schaum? Nee, ich klebe es tatsächlich mit Flüssigkleber auf. Gerade noch darüber nachgedacht, ob es klüger wäre, ein doppelseitiges Klebeband zu nehmen. So mit zwei Fingern klappt das jetzt mal gar nicht. So, jetzt haben wir es. Ich wollte einmal kurz gucken, was ich es richtig rum aufklebe. Und lasse das in der Mitte tatsächlich so abstehen. Dass so dieser Effekt entsteht. Cool, oder? Es ist echt, es ist überhaupt nicht schwer, tolle Karten zu machen. Begeistert mich immer wieder. So, das haben wir, das haben wir. Und jetzt probieren wir noch mal einmal gerade aus, ob der kaputte Stempel noch nutzbar ist. Nur gerade einmal kurz aufrollen. So, Entschuldigung, dass ich aus dem Bild raus bin, das weiß ich, aber ihr seid, habe ich euch ja eben gezeigt, ansonsten eben wie ich kriege das sonst nicht genug gekippt. Und einfach sauber machen. Was wollte ich tun? Ich wollte das hier ausprobieren. Noch hängt er zusammen. Ja, jetzt nicht mehr. Das ist aber auch nicht schlimm. So, weil man sieht ja genau, wo er zusammengehört. Mal gucken, ob man ihn noch nutzen kann. Schon überlegt, sonst könnte man ja nur den oberen Teil nutzen. Ne? Rein theoretisch ist das ja möglich. Ich kann nicht einfach nur, ich muss. Ich hätte es jetzt auf Schmierblatt machen können. Aber wenn der Abdruck was wird. Ja, cool. Ja, man sieht's, aber nur wenn man es weiß. Ich zeig's mal. Ja, also selbst wenn euch sowas mal mit einem Stempel passiert, das hat alles kein Drama.
So, ich hätte vielleicht vorher zuschneiden sollen, ne? Boah, das gefällt mir jetzt schon. Das könnte eine Trauerkarte werden, ne? Ich weiß es noch gar nicht. Dadurch, dass ich es schwarz gemacht habe und nicht grün. So, ich weiß, ja, es ist kaputt. Dann kann ich es auch in zwei Teilen abziehen. Oh, jetzt sind es drei Teile. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Das ist so ein, das ist schon sehr porös. Aber das ist, halte ich trotzdem nicht für schwierig. Ja, es wird gleich spannend, wenn ich die anderen versuche abzuziehen. Wir probieren es mal. Im schlimmsten Fall, ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Nicht viel Geld. Im schlimmsten Fall kann ich es halt nicht nutzen. Ich möchte gerne wissen, was da steht. Das probiere ich erstmal als nächstes aus. Das ist auch so ganz klebrig schon, das Gummi. Mal gucken, was da steht. Das mache ich jetzt tatsächlich auf Schmierpapier. Ja, das ist einfach nur SSC 208 Stampin' Dose 2009, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist kein Spruch, sondern quasi die Bezeichnung von dem Set. So, jetzt sind wir mal ganz gespannt. Wo fangen wir denn an, das abzuziehen? Eher hinten oder eher vorne? Ich mache es mal hinten, das ist nämlich genauso klebrig. Jetzt wüsste ich ja gerne, ob das in der Sonne gelagert, also ob das Sonne ausgesetzt war. Da muss man offensichtlich tatsächlich ganz schön ganz schön vorsichtig sein. Aber schön ist es. Wenn ihr euch das jetzt in schönen grünen Rottönen oder so vorstellt, dann habt ihr ganz schnell eine ganz andere Wirkung. Aber ich wollte es halt jetzt in schwarz ausprobieren. Könnt ihr jetzt sagen, das passiert euch mit Gummistempeln nicht. Also mir ist es zumindest mit Gummistempeln noch nicht passiert. Aber die Abdrücke sind nach wie vor echt genial. Cool, oder? Ich finde schon. So. Ich werde wieder hier anfangen zu ziehen. Und dann probieren wir die beiden anderen auch noch aus. Einmal diesen Nupsi. Gesehen, aber so ein Schatten. Oh, jetzt nicht mehr. Und man kann ja hier auch so Dinge aufgreifen. Echt cool. Ja, ich weiß noch, warum ich mir das gekauft habe. Und den letzten. Aber ich gebe zu, es ist klebrig. Ich weiß noch gar nicht, wie viel ich gleich abschneide. Ich weiß auch nicht mal, ob ich was mit der Karte mache und wenn ja, was. Seht ihr überhaupt, was ich hier tue? Läuft die Kamera? Gut.
cool, oder? Ich glaube, wir machen da tatsächlich eine Trauerkarte draus. Und dann muss ich jetzt, glaube ich, einmal vorgreifen, einem Stempelanbieter, der heute gar nicht mehr ansteht, weil dieses ist jetzt das letzte Teilchen für dieses Video. Aber ich habe einen fantastischen Stempel gekauft bei sommerabend.com. Und bevor ich die gleich suche für das Foto. Und der passt perfekt, glaube ich. Der Klassiker. Es war da, wo ich schon dreimal gesucht habe. Es war genau da, wo es hingehört. Also entweder habe ich jemanden, der mich veräppelt und es da jetzt wieder hingelegt hat. Ja, ich habe mich auf jeden Fall gegen den Stempel von sommerabend.com entschieden. Werdet ihr verstehen, wenn ich ihn denn beim nächsten Mecker-Video zeige. Sondern wir werden einen der Stempel nehmen vom Dani Poise Set. Ich glaube, das heißt sogar dem Auge so fern, dem Herzen ewig nah. Und wir gucken jetzt mal gerade, welchen wir nehmen. Könnt ihr die lesen? Ich hoffe ja. Ich glaube, wir nehmen Herbert Grönemeyer. Den habe ich tatsächlich bisher noch nicht benutzt. Aber irgendwie finde ich ihn hier gut und passend. Und ich überlege, ob ich damit noch irgendwas Besonderes mache. Lass mich nachdenken. Also inwiefern ich das in irgendeinen Rahmen setze oder irgendwas damit mache oder inwiefern ich ihn einfach nur hier in die Mitte stempel. Was war das? Meine Herren, mich nicht so erschrecken hier. Ja, ich tendiere ihn schnörkellos in die Mitte zu setzen. Und das Gute ist, wenn der dann eingefärbt ist, dann kann man ihn auch besser sehen. Einfach ein schöner Spruch, eine schöne Songzeile. So. Und jetzt ist die Frage, schwarzer Rand, weiße Karte, sind meine Finger sauber genug, dass ich das jetzt hinbekomme? Wir probieren das einfach. Wir schneiden eine anthrazitfarbene. Oh, Moment. Das beißt sich. Und dann nehmen wir tatsächlich eine schwarze Mattung. War nur ganz klein. Das heißt, ich möchte einen etwas größeren weißen Rand, auch wenn das bedeutet, dass ich gleich von den Pflanzen relativ viel abschneide. Ich möchte aber, dass es freundlicher wirkt. Also würde ich 8 mm wegnehmen, also auf 14 mal 9,7. Und ich will nur einen kleinen Rand, das heißt, ich schneide weg auf, jetzt muss ich mal gucken, wo. Ich schneide auf jeden Fall hier was weg. Jetzt gucke ich mir das mal einmal an. Das könnte ich in die Karte reinkleben.
Nicht dann noch mehr wegschneiden, dann wäre zwar der Spruch mittiger, aber dann hätte ich hier weniger Pflanzen. Deswegen würde ich lieber die restlichen 3 mm da wegnehmen, auch wenn es nicht viel ist. Und dann gehe ich auf 1,1, das wäre 9,4. Ja, da würde ich sowohl hier was wegschneiden als auch da. 9,4. Und dann schauen wir uns das einmal an. Ein ganz kleiner schwarzer Rand auf einer weißen. Oh, ja, gefällt mir gut. Ihr seht, ich habe mal wieder mit Schmierpapier gearbeitet. Und auch das hier ist so gesehen ein Schmier- oder Probepapier gewesen. Da habe ich Metallic-Stifte ausprobiert. Ich weiß nicht, ob mit euch oder für eine Kursvorbereitung. Ja, macht einen immer so ein bisschen, ja, es stimmt einen einfach nicht fröhlich, das Thema. Aber es gehört zum Leben dazu. Das war's für heute von mir. Ich bereite jetzt noch mal einmal das Vorschaubild vor, damit ich euch noch mal alles zeigen kann, was wir heute so gemacht haben. Und überlege mir, ob ich noch irgendwelche abschließenden Worte sagen möchte. Wollte ich schon, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Aber dann habe ich ja noch mal 5 Minuten Zeit, mir zu überlegen, was es war. Ich muss euch das gerade einmal zeigen. Meine Katze hat sich dahin gedrollt. Das ist, ja, brav. Ja. Da ist mir Gesellschaft. Sie wartet nur darauf, dass ich aufstehe, weil der Bürostuhl, auf dem ich sitze, den hat sie komplett für sich. Wie soll ich sagen? Entschieden. So, macht doch einen gar nicht so schlechten Eindruck. Passt mal auf, wir kleben hier noch den Streifen ein. Das habe ich nämlich eben vergessen. Und ich hatte noch irgendwas gesagt, gedacht. Achso, ich habe noch ganz viele Videoschnipsel. Es gibt also noch mindestens ein weiteres Mecker-Video. Ich werde unter Umständen aus taktischen Gründen erst wieder ein Action-Video machen. Außerdem habe ich auch tatsächlich was Schönes bekommen, was ich mit euch auch gerne ausprobieren möchte. Ja. Dann noch mal, das mache ich ja ganz gerne, ne? Das Abgeschnittene dann in die Karte reinkleben. Ich finde, das ist immer noch mal ja ein schöner Hingucker. Ja, ich denke, das Foto kann man auch so lassen. Das passt. Und dann sage ich euch, bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis bald.